Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe BI Heimatboden, ich grüße Sie ganz herzlich vom Bundesbündnis für Bodenschutz. Wir sind ein Zusammenschluss aus Bürgerinitiativen, Naturschutzverbänden und, das ist ganz wichtig, auch Bauernverbänden. Schließlich geht es hier um landwirtschaftliche Fläche. Allen Bodenschützern, die sich hier engagieren, großes Kompliment. Sie haben hier ganz viel auf die Beine gestellt und ich glaube, das wird gut mit so viel parteipolitischer Unterstützung. Es geht hier um eine ganz, ganz große Fläche, über 500 Hektar habe ich gehört. Guter landwirtschaftlicher Boden, Naherholungsgebiet und Kaltluftentstehungsfläche. Das darf nicht zerstört werden. Während die Innenstädte und ländliche Gemeinden veröden, werden hier fruchtbare Äcker und Natur zugebaut. Wofür? Für Trabantenstädte, Discounter, Fitnesscenter, Lagerhallen. Wir haben entlang der A5 von Hannover bis Freiburg, soweit reichen unsere Mitglieder bisher, vor fast jeder Stadt dasselbe Bild. Riesige Gewerbegebiete, Neubaugebiete, kaputte Böden, zerstörte Landschaft. Ich frage mich wirklich, soll das das Lebensumfeld von uns Menschen in Zukunft sein? Deswegen wollen wir ein Band des Protestes quer durch die Republik ziehen. Wir wollen keine weitere Flächenversiegelung mehr. Und es wird Zeit, dass auch in Stadtparlamenten klar wird, dass stetiges Wachstum einfach nicht geht. Es gibt einen ganz guten Spruch eines Wirtschaftswissenschaftlers, Kenneth Boulding. Sie kennen ihn vielleicht. Jeder, der glaubt, exponentielles Wachstum könne in einer endlichen Welt weitergehen, ist entweder verrückt oder Ökonom. Und ich möchte ergänzen, oder Stadtplaner. Inzwischen. Das gilt übrigens nicht nur in Frankfurt, das gilt überall. Das meiste ist schon gesagt, deswegen, wir sprechen uns dafür aus, kein weiterer Flächenverbrauch. Schützen Sie dieses wundervolle Stück Land und wir werden nicht aufhören mit unserem Protest. Vielen Dank.